So, lange ist her, dass ich Häagen-Dazs hatte. Ich glaube, es war seit dem Salted Caramel Cheesecake. Und ich mache ein kurzes Video. Ich bin an Weihnachten zu Hause und habe Häagen-Dazs Vanilla Cookies and Cream gekauft. Eigentlich wollte ich das Hazelnut kaufen. Ich war endlich so weit, dass ich es kaufen wollte. Dann hat es der Rewe nicht. Die waren im Angebot für 4,99 €. Und dann habe ich gedacht, okay, Cookies and Cream hatte ich noch nicht. Und deswegen war das jetzt getestet. Das ist ja so ein Klassiker und ist auch wirklich sehr beliebt. Habe ich zumindest so den Eindruck. Könnt ihr gerne mal kommentieren, wie das bei euch ist. Deswegen dachte ich, muss ich es jetzt einfach mal reviewen. Und ja, wie gesagt, 4,99 € habe ich bezahlt. Ansonsten kostet es meistens so 5,99 €. Genau wie Ben & Jerry's auch der Preis. Häagen-Dazs ist somit der größte Konkurrent von Ben & Jerry's, würde ich sagen, weil es halt einfach am ähnlichsten ist so von diesem Sahneeis und alles so in der gleichen Größe im Pot, im Pint. Und wir haben hier, wo steht es denn überhaupt? Vanille-Eiscreme mit Keksstückchen, 6%. Das ist nicht allzu viel. Ich hoffe, es stellt scharf jetzt. Also es sind echt nur 6% Mix und ich hoffe, man schmeckt trotzdem irgendwie diesen Cookies and Cream Geschmack. Aber ich kann euch sagen, dass ich Cookies and Cream Geschmack, bevor das so voll in wurde überall, gefühlt das wurde so in, dass für mich der Häagen-Dazs Cookies and Cream aus dem kleinen Becher, das war für mich der Inbegriff von Cookies and Cream. Deswegen hoffe ich, dass ich so eine Art Déjà-vu erlebe, weil das ist Kindheitserinnerung. Wir haben 415 Gramm, 500 Milliliter, also wieder relativ dichtes Eis. Und die Nährwerte sind 216 Kalorien auf 100 Milliliter, also 83 Gramm. 83 Gramm entsprechen 100 Millilitern. Und da haben wir 216 Kalorien, 14,1 Gramm Fett, relativ hoch, 18,5 Gramm Zucker und 3,7 Gramm Eiweiß. Und viel mehr kann ich dazu jetzt gar nicht sagen. Ich mach's auf. 10 bis 15 Minuten antauen. Ist schon 20 Minuten, würde ich sagen. Und bei Häagen-Dazs eben immer dieser Deckel drauf. Boah, geht das schwer auf. Okay. Sieht gerade aus wie Cookies and Cream für mich. Was ein Wunder. Aber nach kleinen Stückchen. Ich probiere vom Rand, weil es da tendenziell ja immer am meisten angetaut ist. Also so sieht's aus. Oder ist gleich schon ein Cookie-Stück. Jetzt ist mir nur die Vanille-Eiscreme. Oh ja, schmeckt nach Cookies and Cream. Leicht nach Vanille, aber vor allem nach Cookies. Und hier ist jetzt ein Mini-Cookie-Stück. Also ihr seht, die sind echt klein. Manche auch größer. Hier kommt ein größeres. Und darunter gleich noch eins. Das ist ja cool. Das ist in den kleinen Bechern, glaube ich, nicht so. Okay, so groß ist es nicht, aber größer als das, was ich eben hatte. Das ist, glaube ich, ein Cookie ohne Füllung. Also nur das außenrum. Man auch so von Oreo-Cookies kennt. Probiert. Also, es schmeckt sehr gut. Schmeckt genauso, wie ich es erinnere. Der, für mich dieser typische Cookies and Cream Geschmack. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich will euch eigentlich gerade zeigen, dass hier einige größere Stückchen noch kommen. Und die sind ziemlich knautschig. Also die sind gar nicht so zuckrig. Leicht hat man auch eine zuckrige Konsistenz. Das ist so ein Mittelding aus knautschig und zuckrig, wenn man drauf beißt. Genau richtig, wie so eingetunkte Cookies in Milch. So schmeckt es, beziehungsweise eingetunkte Cookies in Sahne. Gucken, wir haben. Also die erste Zutat ist Sahne. Hier steht aber nicht, wie viel. Ich hätte gedacht, relativ langweilig, aber momentan finde ich es gar nicht so langweilig, weil die Cookie-Stückchen so unterschiedlich groß sind und es ist für mich einfach, es ist ein sehr, sehr guter Cookies and Cream Geschmack. So, jetzt ist man hier schon ein bisschen weiter im Eis und ihr könnt sehen, wie das antaut. Es wird schon sehr cremig dann auch. Und ihr seht auch, dass die Cookies echt noch größer geworden sind, als am Anfang erwartet. Also da sind einige große Stückchen drin. Es ist eben ohne die Creme, also es ist wirklich einfach nur das, was außenrum beim Oreo ist. Der pure Keks quasi. Und das macht halt diesen krassen Cookies and Cream Geschmack irgendwie aus, weil man diese Sahne-Eisbasis hat. Dann einfach die Kekse. Man braucht das Interior, also das Innen von den Keksen, deswegen auch irgendwie nicht. Weil die Sahne das ja ist. Ja, und das Tolle an diesen Keksen ist halt, dass sie zuckrigen Biss haben, leicht, nicht zu doll und trotzdem schon so leicht aufgeweicht knautschig sind. Für mich genau richtig. Auf jeden Fall ein leckeres Eis.
Für mich fast ein bisschen langweilig, obwohl die Keksstückchen größer als erwartet sind. Aber im Kleinbecher glaube ich was ich mir echt immer mal wiederholen. Ja, was ich mir immer mal wiederholen werde. Demnächst, denke ich. Großen Becher vielleicht wirklich nur als Portionchen. Aber wer Cookies and Cream mag, das ist euer Becher. Also, wer Oreo-Kekse mag, ist schon cool. Schreibt mal drunter, Hashtag Team Häagen-Dazs oder Team Ben & Jerry's. Würde mich interessieren, wer hier auf welcher Seite ist. Und wenn ihr das Eis probiert habt, was ihr davon haltet. Ich finde es auf jeden Fall lecker und genieße weiter.